noch mal gerade darauf ein, wenn du jetzt im Gespräch sitzt und der Kunde sagt, hör mal zu, was kannst du mir denn bieten? Was sagst du denn? Ja, alles. Ich habe eine C200, ich kann dir alles machen. Oder was machst du da? Ich versuche das ein bisschen umzudrehen. Das ist auch, wenn du dich von vornherein in diese Position drängst, wo du sagst so und kämpfst um diesen Job, so nach dem Motto, hey, ich möchte gerne das, weil ich kann euch das bieten, ich kann euch das bieten, ich kann euch das bieten, dann habe ich das Gefühl, dann konkurrierst du schon mit 5 anderen Leuten und musst irgendwie versuchen, jetzt hier dein Business zu verkaufen. Und der ist dann ist der Kunde in charge und sagt, hey, ich suche mir jetzt einen aus, der mir jetzt hier am besten gefällt. Idealerweise versuche ich das Ganze umzudrehen und möchte ihm halt schmackhaft machen, dass er uns unbedingt haben will. So, jetzt sag ich mal, du lernst ein Mädel kennen. So, als Typ. So, viele Männer machen meiner Meinung nach den Fehler und baggern die Frau die ganze Zeit an. Und dadurch bist du in einer Position, in der das Mädel da sitzt und in Charge ist und du dann sagst, okay, hey, aber hast du nicht mal Lust auf ein Date zu gehen und ich hab den tollen Wagen und dann können wir essen gehen und sowieso und sowieso. So. Und dann bist du direkt in dieser Opferhaltung und sagst, hey, bitte, bitte, nimm mich. Wenn du den Spieß von Anfang an umdrehst und sagst, hey, vielleicht will ich dich ja gar nicht und du musst mich wollen, so nach dem Motto, dann bist du 10-mal interessanter. Und das funktioniert bei Kunden bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch. Da ist jetzt auch, und da kommen wir wieder zu dem authentisch zurück, weil wie authentisch ist das alles? So ein bisschen fake it till you make it gibt es ja auch, was ich so halbwegs gut finde, halbwegs nicht. Aber du darfst halt nie in dieser Verzweiflungsrolle sein. So, hey, ich habe keinen Job, nimm mich bitte. So, das ist so, ja, wir haben jetzt gerade hier in L.A. gedreht und dann sind wir da noch nach New York geflogen und haben hier noch in London, sind wir nächste Woche sowieso. Aber wir können euch noch einschieben, wenn ihr wollt. Also es passt schon und dann können wir das auf jeden Fall drehen. Ist eine komplett andere Verhandlungsbasis als, du, ich habe eh den Monat nichts zu tun. Morgen, klar, wir können es auch nächste Woche drehen. Wenn du es nächsten Monat drehen willst, ich bin da. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen diesen Pitch, oder diese Haltung, die du dem Kunden gegenüber ein bisschen rüberbringen Solltest, Na glaube gut, ich. jetzt hat natürlich jeder nicht Ist das klar. Feedback, so ich bin in London, in New York und überall, sondern ist natürlich, aber ich weiß, was du meinst, dass du einfach authentisch bist und einfach so dieses, dem Kunden sagst, hör mal zu, entweder nimmst du mich oder das Pech. So mache ich das momentan mit meinen Hochzeitsvideos aus. Ich habe auch am Anfang gekämpft. Du weißt ja, Referenzen sind eigentlich das, was man braucht, dass man sagen kann, ey, das habe ich gemacht, das kannst du dir angucken, so sieht meine Arbeit aus. Man muss natürlich gerade beim Hochzeitsvideo jetzt nochmal zurückzukommen, auch ein paar Videos zeigen, weil jeder will ja sehen, wie es läuft. Das Krasse ist bei Hochzeiten, keiner will sich zeigen. Bei anderen Videos wie dein ist es natürlich, du zeigst das natürlich gerne, der Kunde ist auch glücklich, ja, wenn der hier mein Portfolio zeigt, super, ist ja auch Werbung für mich. Bei der Hochzeit ist es natürlich ein bisschen anders, weil die wollen das ja nicht, dass man da offiziell irgendwas sieht. Es ist ja auch sehr intim und so. Da ist immer schwierig. Und viele haben das dann auch so gemacht, dass sie gar keine Videos gezeigt haben. Die haben ein paar bunte Bilder, ein paar Voice-Over hintergeklatscht und ja, guck dir mal an, so könnte das Video aussehen. Und die sehen aber nicht wirklich was. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja gut, da kann ich aber, Entschuldigung, wenn ich nicht, aber das ist halt das, weil die Leute alle auch mir die Sachen sagen, wieder so, ja, aber ich habe ja kein Portfolio aus L.A., ich habe halt kein Musikvideo in L.A. gedreht oder ich habe halt nicht, keine Ahnung, eine geile Hochzeit fotografiert, sondern ich habe halt meine erste Hochzeit auf MyHammer gekriegt und die hatte ein Budget von 50 € und die sah auch dementsprechend aus. Ja, aber das liegt ja an dir, das kannst du ja machen. Also ich habe ja halt damals mit Hochzeitsfotografie angefangen und genau das Gleiche, logischerweise, die Leute wollen sehen, wie eine Hochzeit bei dir aussieht. Das heißt, was ich hergegangen, ich habe einen Aufruf gestartet und habe gesagt, hey, wer heiratet denn bitte? Ich fotografiere eure Hochzeit kostenlos, aber ihr müsst eine geile Hochzeit haben. So, und ich habe meine allererste Hochzeit, habe ich kostenlos fotografiert und das war wirklich eine Hochzeit mit 300 Leuten und Kutsche und Pferd und das Brautpaar sah super aus und die waren echt lustig und ich habe da, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ich habe da einen richtig geilen Job gemacht, auch einfach, weil die Hochzeit so geil war, aber ich hatte auch keinen Druck, weil ich meine, ich habe es ja kostenlos gemacht. Also insofern, und auf die Hochzeit aufbauend habe ich super viele Hochzeiten bekommen, weil ich halt jetzt ein Portfolio hatte. Weil ich eben nicht hergegangen bin und habe gesagt, aber ich will jetzt unbedingt, ich brauche jetzt Geld und dann, ich möchte jetzt aber die 300 € haben für meine erste Hochzeit, die dann auch nach 300 € aussieht und dann kriegst du es halt nicht. Und umgekehrt, jeder, ich mein, es kostet einfach, it takes money to make money. Ich meine, Leute investieren dann 10, 15, 20.000 € in eine Kamera und noch mehr in Linsen und keine Ahnung was. Aber wenn es dann um ihr Portfolio bilden geht, dann sagen sie, ja, da investiere ich doch nichts. Dann flieg halt nach L.A. und dreh einen Kurzfilm dort und hire dir eine Actress, keine Ahnung was. Und nimm halt mal ein paar Tausend in die Hand oder selbst nur 1.000. Ich meine, ganz im Ernst, so viel brauchst du auch nicht. Oder dreh halt eine Werbung für irgendwas, eine Spec-Commercial oder irgendwas, ist ja wurscht. Und nimm ein bisschen Geld in die Hand und bau dir ein richtig geiles Portfolio auf und dann hast du was.
das kann einfach jeder. Aber die meisten Leute sagen, ja, aber das habe ich ja nicht. Und dann, wenn du die ganze Zeit nur 300, 400, 500 Euro Clients annimmst, dann sieht dein Portfolio auch dementsprechend aus. Ja, sehr cool. Also würde ich auf jeden Fall so bestellen. Ich habe auch natürlich so angefangen erstmal mit, scheiße, welche Hochzeit steht gerade an, gerade mal im Familienkreis, was kann ich filmen, und mach ein bisschen üben, wie du sagst, ein bisschen testen, um wie funktioniert das überhaupt. Und meine erste Hochzeit, also meine erste nicht finanzierte Hochzeit, die war quasi für eine Kollegin. Ich habe angefangen, habe mich auch mit YouTube-Videos, Tutorials angeguckt, mit Weißabgleich, war so das Thema, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Für eine Hochzeit Weißabgleich, weiß ich, mache ich jetzt nicht mehr, weil das ist nämlich so geil gewesen. Ich habe einen Weißabgleich gemacht mit der Kamera, alles perfekt eingestellt, alles super. Und okay, Musik geht an, auf einmal dimmen die das Licht. Weißabgleich völlig im Arsch, die Kamera völlig ISO, und ging aber, dann kam schon die Braut. Ja, war natürlich dann für den Arsch, seitdem weiß ich, okay, Weißabgleich, Auto, Weißabgleich, den Spaß machst du nicht mehr mit. Du machst wahrscheinlich Weißabgleich bei deinen Shoots, oder? Um die Kamera perfekt einzustellen, ja. Na gut, wenn man es natürlich ein paar Mal gemacht hat, hast du wahrscheinlich auch so eine Record-Taste, um Weißabgleich zu speichern, und dann hat die Ja, das geht ziemlich schnell, ja. Aber, also, wir machen ja auch Vlogs, also auch unsere eigenen, aber nicht nur unsere eigenen, wir haben auch Vlogs für andere Kunden, wo wir wirklich so einen Business-Vlog machen, wo die uns mit nach, keine Ahnung, Portugal nehmen zu einer Messe, und dann machen wir da einen Vlog für das Unternehmen oder so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da haue ich auch auf den Auto-Weißabgleich einfach drauf und passt und einfach rennen hinter der Kamera her. Dafür sind die Kameras ja so gut. Ich gebe nicht so viel Geld für eine Kamera aus, wenn sie das nicht kann. Also natürlich sage ich jedem, versuch's absolut, aber es kommt natürlich darauf an, ein Vlog wird nie die Qualität haben von einem Werbevideo. Aber wenn ich irgendwie die Sachen bestimmen kann, dann, na klar, setze ich den Weißabgleich selber. Aber eine Hochzeit ist halt, weiß ich nicht. Ob ich da jetzt, ja, wenn ich fotografiere, aber dann fotografiere ich in RAW, das kommt natürlich auch wieder drauf an. Ich meine, klar, wenn jetzt die Hochzeit in RAW filmst, dann ist ja Weißabgleich auch wieder egal. Das kommt halt alles immer so ein bisschen aufs Budget an. Du hast ja gesagt, du filmst ja in RAW, aber du machst aber trotzdem noch einen Weißabgleich, oder wie? Ja, natürlich. Also sonst musst du ja nachher immer den Weißabgleich nochmal komplett einstellen, neu einstellen. Das ist schon wesentlich einfacher. Also alles, was du in Kamera am Set machen kannst, erleichtert dir einfach nachher die Arbeit. Natürlich, wenn du in RAW filmst, brauchst du es nicht. Du kannst den Weißabgleich nachher immer einstellen, so wie du ihn haben musst. Aber das ist ja wieder extra Arbeit. Jetzt nochmal, du hast den YouTube-Kanal gestartet, Monkey Pickles, mit ein paar Kollegen, mit Belle heißt deine Freundin, glaube ich, im Hintergrund, genau. Nochmal gemacht. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt selbst vor die Kamera? Okay, also ich selber muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt wahnsinnig gerne vor der Kamera. It is what it is. Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so die Rampensau, die sagt, ich muss jetzt vor der Kamera stehen. Warum wir gesagt haben, wir machen den YouTube-Channel, warum wir überhaupt mit Filmemachen angefangen haben, ist, wie du schon gesagt hast, das Feedback. Da fängt's an. Und aber auch, wir wollen einfach Sachen kreieren. Und es ging uns einfach auch tierisch auf die Nerven. Wir haben Musikvideos zum Beispiel in L.A. im November gedreht, 2 Stück. Die sind immer noch nicht veröffentlicht. Weil das Label noch wartet und jetzt war nicht so ein gutes Release-Date, weil Coachella war und jetzt war ja dieses und jetzt haben wir aber da noch mit einem neuen Record-Label einen Deal, und dann denke ich mir so, das haben wir im November gedreht und die sind immer noch nirgendwo online. Ja gut, das klingt so nach Film und Fernsehen, da wird auch ein Jahr vorher gedreht. Ja, es ist wahnsinnig nervig. Dann haben wir für einen UFC-Fighter ein Promotion-Video gedreht. Ja, aber dann musst du warten, bis der jetzt seinen Sponsorenvertrag kriegt. Dann musst du warten, bis der seine neue Fightcard bekommt. Dann musst du dieses darauf warten. Und dann haben wir haben so viele Videos, die nicht irgendwo sind, die auf unseren Festplatten rumliegen, die unveröffentlicht sind. Und dann haben wir gesagt, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir drehen jetzt einfach unseren eigenen Kram, den wir einfach raushauen können und alles veröffentlichen. Und ja, ich habe jetzt kein Problem damit, vor der Kamera zu stehen. So einen gewissen Punkt, also Fame kann jetzt auch, glaube ich, ich bin auch kein Mensch, der sagen kann, ich hätte nicht Bock darauf, so ein bisschen halb famous zu sein, so in deinem eigenen Kreis. Es ist ja auch ein Unterschied zwischen famous und respektiert. Also ich mag schon, wenn ich das Gefühl habe, ich werde von Gleichgesinnten oder Kollegen oder in der Branche anerkannt. Also so Anerkennung, da kann ich mich jetzt nicht ist mir völlig wurscht. Und wenn das heißt, ich muss dafür auch ab und zu mal vor der Kamera stehen, ist aber auch kein Problem damit. Geht natürlich rund. Also ich finde es mehr wert, wenn mein Kollege, der selber Videos macht, sagt zu mir, ey, du machst geile Videos. Ich finde, das ist 10-mal mehr wert, als wenn irgendeiner von der Straße sagt, oh, die Videos sind nicht schlecht. Aber wenn ein Kollege zu mir sagt, ey, das sind geile Videos, die du machst, dann sage ich, Jackpot. Genau das würde ich eigentlich hören. Ja, absolut. Obwohl ich selber noch sage, ja, aber genau wie am Anfang, ja, das könnte ich aber noch und das könnte ich aber noch. Okay, wenn sich da jetzt einer mit dem T-Shirt irgendwie an der Achsel kratzt, könnte man ja vielleicht mit After Effects noch hinterher rausschneiden oder so. Aber
weiß ich nicht. Also das war, aber das vor der Kamera stehen, da bin ich ja momentan selber so am Überlegen, machst du das nicht? Meine Frau sagt immer, lass das lieber sein, weil es gibt viele Irre, ziemlich viele Verrückte, die wollen uns nur irgendwas Böses. Und ich sage, ja gut, den Aspekt hast du da auch irgendwie Angst vor, dass du da irgendwelche Hater, irgendwelche Stalker auf einmal vor deiner Haustür stehen und sagen, ey. Ach, hatte ich schon alles. Ich habe, als ich mit den Poker-Vlogs damals angefangen habe, da hatte ich wirklich kaum Subscriber, ein paar hundert oder so. Und habe ich wirklich auch schon einen wirklich crazy Fan gehabt. Also der hat mich täglich angeschrieben, mir Selfies geschickt, hat mich nach Schweden auf seine Villa eingeladen, wollte mich in Wien besuchen, hat schon den Flug gebucht halber. Und also da gab es schon nichts, wo er mir jeden Tag geschrieben hat und Fotos geschickt und keine Ahnung was. Dann wiederum denke ich mir, wir sind sowieso so transparent. Ich meine, da kann ja jeder nachschauen auf meiner Webseite, wo unser Office steht und kann dann natürlich da auch vor der Tür stehen. Also im Endeffekt, die Problematik gibt es ja irgendwo immer so richtig unterm. Das ist ja das, was ich meinte. So, wenn du in der Branche erfolgreich sein willst, so richtig unterm Radar fahren kannst eh nicht. Also natürlich, wenn du jetzt wirklich schon fett im Business bist und arbeitest für Agenturen und das ist ja auch wieder ein komplett anderes Klientel, dann ist ja Social Media völlig egal. Aber in dem Bereich, wo wir noch arbeiten, und das sind halt wirklich so Unternehmen, die direkt auf uns zukommen, die sagen, hey, wir brauchen ein Video, dann musst du einfach präsent sein und dann kommst du ja gar nicht drum rum. Also, ist jetzt wirklich keine Ahnung. Also, wirklich Gedanken mache ich mir jetzt nicht, ne. Aber ich bin generell auch eher so der easygoing, naive Typ und Hashtag YOLO, schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, ich meine, ich hatte gestern mit meiner Frau das Gespräch, weil ich habe ja wirklich, bin überlegen, ich möchte diesen Kanal auch groß machen und aufziehen. Und sie hat gesagt, hör mal zu, kennst du nicht die eine, die hat damals in Amerika, hat die Musik selber gemacht, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ein junges, attraktives Mädel, hat selber Klavier gespielt und wurde bei irgendeiner Pressekonferenz, kam nur ein Typ, so ein Asi, und hat ihr erstmal Kopfschuss verballert. Und dann war sie tot. Und dann hat sie gesagt, natürlich, es war Amerika, es ist natürlich jetzt nicht Deutschland, Schweiz, Österreich oder sonst irgendwas, sondern es ist Amerika, da ist das natürlich schon ein bisschen krasser, aber wo ich mir denke, mit so einer Information im Hintergrund, das ist natürlich schon, gehe ich an die Öffentlichkeit oder lasse ich es lieber bleiben, also. Es kommt natürlich auch komplett an, in welcher Branche du bist. Also wenn du jetzt hier, wie gesagt, unser YouTube-Channel ist für Filmemacher, das ist ja eine komplett andere Zielgruppe, als wenn du einen Beauty-Channel auf YouTube aufmachst oder so oder keine Ahnung, Instagram Booty Model bist. Dann hast du natürlich eine ganz andere Followerschaft da, als wenn du jetzt in so einem eher gehobeneren Bereich quasi bist. Ich meine, deswegen, also darüber mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ich verstehe schon den Konzern irgendwo. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will jetzt Instagram-Model werden, weil dann hast du ja wirklich die größten Idioten, die dir da folgen, und warum die dir folgen, ist auch wieder eine komplett andere Geschichte. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass es lustig ist, so vor der Kamera zu sein, ist echt gar nicht so einfach, wie man denkt. Also ich hab das gedacht, das wäre früher viel einfacher. Ich habe sogar Schauspiel gemacht damals. Ich habe so eine Hauptrolle mal irgendwann im Stadttheater gehabt. Also das hat mich schon interessiert. Ich war sogar an der Schauspielschule. Aber dieses sich selber filmen und diese Kamera ins Gesicht halten, ist eine komplett andere Geschichte. Vor allem, weil niemand da ist. Also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, ich halte mich eigentlich für einen lustigen Menschen. Und das wird mir auch öfter gesagt, du bist ja auch so lustig und so. Ich bin aber lustig, wenn ich mit anderen Leuten interagiere. Wenn ich mich jetzt einfach da allein in mein Zimmer setze und mir eine Kamera ins Gesicht halte, ich bin der langweiligste Mensch, den es gibt. Und das ist so grausam. Und deswegen habe ich auch echt nach einer Zeit überlegt, ob das überhaupt was für mich ist. Und es ist auch noch nicht so richtig viel besser geworden. Es ist ein bisschen besser geworden, aber auch nicht wirklich. Es ist eine komplett andere Geschichte. Also man muss das erstmal, bevor man diesen Plan macht, an die Öffentlichkeit zu gehen, muss man das wirklich erstmal ausprobieren. Üben, üben. Ich habe meiner Frau, ich habe meine ersten paar Videos gesagt, was du machst hier zum Beispiel mit diesen YouTube-Sachen, ist ja nichts anderes als Inbound-Marketing. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Du präsentierst quasi irgendwelchen Content auf den Social-Media-Kanälen und dadurch werden die Leute aufmerksam und gucken, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, und buchen dich dann. Und ich wollte auch Inbound-Marketing machen im Bereich Hochzeitsvideos und habe gesagt, hey, was kannst du machen? Was interessiert die Bräute denn? Das wäre ja zum Beispiel, wie plane ich meine Hochzeit? Was muss ich einen Monat vorher machen, ein Jahr vorher machen? Habe dann Videoreihe dazu gemacht, habe mir dann auch so ein paar tolle Videos angeschaut, wie präsentiere ich mich, habe mir einen Flipchart gekauft, habe mich dann hingestellt. Und was ich, meine Frau sagt, lass das sein, das ist scheiße, du bist ein Verkäufer. Und Verkäufer, das schaltet jeder ab, es will keiner bei dir kaufen, du bist nicht authentisch. Habe ich das wieder runtergenommen und gesagt, okay, Schatz, du hast recht, weil genau wie du sagst, du stehst vor der Kamera und du bist ein anderer Mensch. Du versuchst, dich so perfekt darzustellen und bist dann einfach so, ja, nicht ehrlich. Und das merkt man sehr, sehr schnell, dass du irgendwie was spielst. Und ich hatte zum Beispiel auch,
Auf einer Hochzeitsmesse jetzt dieses Jahr war ich und habe dann Vorträge gehalten über meine Hochzeitsvideos und das kam überhaupt nicht an. Ich habe keinen einzigen Auftrag generiert und hinterher wusste ich auch warum, weil ich habe mich auch selber gefilmt. Ich wollte ja auch ein Feedback haben. Ich war in der Verkäuferschiene und ich habe einfach, ich war nicht authentisch. Und er sagte hinterher, da waren auch ein paar Kollegen, sehr nette Fotografen, habe ich gefragt, sag mal, gib mir mal ein Feedback, wie findest du das? Er sagte, ja, es wurde erst interessant, als du über deine eigene Hochzeit erzählt hast. Der Rest war alles scheiße und war langweilig. Dann hast du so lange Pausen gemacht und so, wo ich denke, ja, okay, das nehme ich als Feedback. Und jetzt sagt meine Frau, sei doch einfach du selbst. Aber das ist gar nicht so einfach, einfach du selbst zu sein, finde ich. Das ist wirklich, sobald, wie du sagst, die Kamera geht an und Deswegen sind wir auch auf dieses andere Format so ein bisschen umgestiegen. Und zwar, dass halt ich quasi, weil ich habe von Anfang an gesagt, Vloggen und dieses ganze YouTube, das ist eigentlich echt nichts für mich. Ich meine, diese Erklärvideos, dann erklärst du halt was. Ich meine, das ist ja, das soll ja, da ist ja irgendwo ein Content drin und Value, den du generierst. Aber diese Sachen, wo wir Behind the Scenes und Making-ofs und Vloggen machen, da habe ich gesagt, hier, pass auf, ich will mit der Kamera gar nichts zu tun haben. Du nimmst die Kamera in die Hand und du filmst mich, weil dann bin ich ich selbst. Das heißt einfach, dann rede ich mit dir als und nicht mit der Kamera. Wenn du mir was fragst, genau, und das ist das, das kommt auch, glaube ich, viel besser an. Also da habe ich jetzt auch öfter gehört, so dass jemand unter unserem YouTube-Video kommentiert hat, so, ich finde das echt cool, dass ihr auch Fehler zugebt und bei euch nicht alles so glatt und all, weil wir haben dann irgendwie gesagt, so, wir filmen jetzt hier gerade, das funktioniert überhaupt nicht. Und das kommt dann auch einfach so in unser YouTube-Video mit rein, weil das darum geht es ja im Endeffekt. Und so soll es halt auch einfach im Endeffekt bleiben. Ja, also ich finde es mir, ich könnte wirklich stundenlang mit dir, ehrlich, jetzt ernst, Damien, ich finde dich sehr sympathisch. Das, was ich am Anfang auch sagte, das stimmt vollkommen zu. Und ich könnte noch stundenlang, 3 Stunden alleine schon über die C200 quatschen. Leider müssen wir es ein bisschen begrenzen, weil sonst wird es, glaube ich, langweilig, wenn wir uns hier verrennen. Ich würde gerne ganz zum Schluss, ich habe es dir auch mitgeschickt, so eine kleine Schnellfragerunde machen, wo du einfach dann den Satz ergänzen musst. Weil wenn du den Satz einfach hörst und ergänzt, dann antwortest du, indem du schnell antwortest, meistens so richtig. Und das ist dann, kommt dann auch authentischer rüber. Hast du Bock drauf? Jetzt versuchen wir das mal. Okay, ja. Gut. Sind 5 Fragen. Deine 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Authentisch sein, professionell sein und Leidenschaft. Wenn man es nicht nur fürs Geld macht, dann bringt es gar nichts. Deine Wunschkamera ist? Die Canon C200. Mit einem FPS von 120. Achso, ja, wenn ich mal eine zusammenstellen dürfte, dann wäre es natürlich eine ganz andere. Dann wäre es die Canon C200 mit 4K 240. Ja, dann wäre natürlich der Oberkracher, ja. Oder, nein, 6K Downsampling auch noch. Egal, okay, ja, fast. Aber so im Endeffekt. Dein Lieblingsbuch ist? Harry Potter. Dein Lieblingszitat heißt? Fake it till you make it. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, super. Ja, ist eigentlich schon am Ende. Ich würde gerne noch mal wissen, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört oder später dieses YouTube-Video sieht, wie kann man dich erreichen? Wie, was, also deine Webseite www, habe ich mir rausgeschrieben, monkeypixels.com. Gibt es noch was anderes, wie man dich erreichen kann, ansprechen kann, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Ja, also monkeypixels ist auf jeden Fall überall präsent. Instagram monkeypixels, YouTube monkeypixels, Facebook monkeypixels oder halt monkeypixels.com. Also da glaube ich, definitiv die beste Möglichkeit, mich irgendwo zu erreichen. Oder uns. Jetzt ist mir gerade doch noch eine Frage eingefallen, und zwar das, was ich völlig vergessen habe. Warum Englisch? Warum nicht Deutsch? Ich meine, du hast denn den, du sprichst Deutsch, du kommst aus Deutschland. Warum nicht, warum nur Englisch? Also, wie gesagt, erstens, ich schaue selber nur englische Serien. Ich käme nie auf die Idee, irgendwas auf Deutsch zu schauen. Ich höre nur englische Musik. Ich lese nur englische Bücher. Ich denke eigentlich wahrscheinlich zu 80-90% in Englisch. Selbst sowohl mein Laptop, mein Handy, alles ist auf Englisch eingestellt. Wir sind ein halbes Jahr im Jahr eigentlich immer im englischsprachigen Raum, in den USA unterwegs etc. Aus Marketing-Sicht, es macht halt überhaupt keinen Sinn, weil ich meine jetzt, den YouTube-Channel haben wir jetzt angefangen und größtenteils waren wir natürlich jetzt auch hier in Österreich, aber wir sind ab nächsten Monat wahrscheinlich schon wieder lange weg. Wir schränken uns halt extrem ein. Also wenn wir jetzt natürlich ein Musikvideo in L.A. drehen oder eine Werbung in London oder keine Ahnung was, dann haben wir dort einfach schon gar keinen Content mehr, weil die sprechen halt kein Deutsch. Plus, wir schränken uns natürlich extrem ein, was die Zielgruppe angeht. Weil irgendwo, ich nehme jetzt zum Beispiel mal richtig große deutsche Kamera-YouTube-Channels, die sind halt einfach capped irgendwann, weil so viele Leute gibt es einfach nicht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die sich dafür interessieren. Wohingegen du, wenn du es auf Englisch machst, einfach die komplette Welt ansprichst.
Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich weiß, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, wo diese Aversion des Deutschen gegenüber herkommt, aber gerade in dem Bereich ist es auch einfach so, dass ich mir viele, ich meine jetzt, klar, natürlich gibt es auch absolute Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt die Netflix-Serie Dark oder andere Sachen, da sind schon wirklich auch ein paar gute Sachen dabei, aber generell muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir irgendwelche deutschen Serien oder Sachen anschaue, dann cringe ich so ein bisschen. Oh, und ich weiß nicht, wie das bei dir zum Beispiel ist mit den Hochzeiten. Auch wenn ich mir deutsche Hochzeitsfilme anschaue und so, das ist alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also keine Ahnung, das ist, ich weiß, dass das auch vieler übertrieben ist, auch gerade, weil ich absolut kein religiöser Mensch bin. Aber wenn ich mir so ein englisches Hochzeitsvideo anschaue, weil die haben diese Vows und die haben dieses Voice-Over, das dann dazu kommt, die sie wirklich selbst geschrieben haben, individuell sich gegenüber. Ich habe in meinem Leben bestimmt 30 Hochzeiten fotografiert oder noch mehr. Das habe ich noch nie auf irgendeiner Hochzeit gesehen in Deutschland. Wo die da wirklich gegenüberstehen und sich gegenseitig so ein Gelübde vorsprechen und so, das gibt's irgendwie nicht. Und das macht das Ganze irgendwie dann auch wieder so ein bisschen trocken. Also das ist alles. Entertainment ist irgendwie einfach. Das können die Amis. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich sie glorifizieren will, und da gibt es sau viele Sachen, die mich echt stören, wenn es um die USA geht, von bis. Aber wenn es um Entertainment geht, das können die Amis. Und an denen orientiert man sich dann natürlich. Also. Ja, ich hole mir da auch viel Informationen, gerade was Videosachen angeht und so. Andrew Kramer wird ja wahrscheinlich was sagen, der After Effects eigentlich voll gepusht hat mit seinem ganzen Content. Kennst du den Andrew Kramers? Video Da bin ich, Copilot? ne? Also sehr zu empfehlen, videocopilot.net haben die, glaube ich, heißt das. Und der macht viele Videos über Animationen und so. Finde ich mega geil und damit habe ich angefangen. Ja. Was haben wir noch? War es das, oder? Ja, wie gesagt, wenn du da draußen jetzt zuhörst und dir hat das gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du auf monkeypixels.com mal vorbeischaust, guckst du dir die Videos an von Damien und ja, wenn ihr Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare später. Du kennst das ja, ich kenne diesen Satz noch nicht, muss dann noch üben mit Abonnieren und Glocke und ja, keine Es Ahnung. ist nervig, ich hasse sowas auch. Ich sag's ganz ehrlich, weil am liebsten, ich hasse auch Marketing. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag das auch gar nicht. Am liebsten wäre es einfach, ich mache geile Sachen, ich stelle die in die Welt und dann in einer perfekten Welt werde ich dann einfach gebucht, weil die Leute meinen Scheiße geil finden. Aber so funktioniert das leider nicht. Das heißt, man muss die Leute immer darauf aufmerksam machen. Es funktioniert ja. Ich meine, 30 Tage ausgebucht, da muss erstmal einer nachmachen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du überhaupt Zeit hattest, dass du sagst, okay, habe ich dich ja gerade gut erwischt, wenn du gerade jetzt nicht in Amerika bist oder so. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das vielleicht irgendwann mal klappt. Wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, wenn ich dich besuche in Wien und machen vielleicht mal ein Live-Interview oder so. Also, das fände ich schon mal cool, weil meine Idee ist auch, dass das Ding etwas größer wird, weil ich glaube nämlich, dass die Reichweite schon größer ist, weil was viele Unternehmer noch nicht wissen, ist, dass Video wirklich die Zukunft ist. Da, wie gesagt, Amerika weiß das schon, die haben ja nicht ohne Grund YouTube aufgekauft und alles, so Google und auch alle Business, alle LinkedIn, Xing haben alle Videos, die geteilt werden können und das nicht ohne Grund. Daher glaube ich, dass wirklich YouTube ist, Quatsch, Videos ist so Absolut. die Zukunft. Das war der Podcast von Damien Cooper. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, Damien. Das hat richtig mega viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast aufzunehmen, dass du genau erklärt hast, wie du angefangen hast, was du für Ausrüstung benutzt und wie du deine Kunden gewinnst. Ich möchte gerne nochmal eine kurze Zusammenfassung für dich machen, damit du auch nochmal alles wirklich richtig verstanden hast. Damien kommt aus Deutschland. Damien ist nach Amerika gegangen, weil dort seine Wurzeln sind. Damien hat angefangen, Poker zu spielen, um das Ganze zu finanzieren. Seine Fotografie, hat dann Studium gemacht zur Fotografie, ist dann nach Österreich gegangen aufgrund von den Pokerspielen, damit weil er da kein Geld bezahlen muss oder beziehungsweise weniger, weil steuerfrei ist. Dann hat er angefangen, hat dann festgestellt, er hat ein Video gemacht, weil ihm das extrem viel Spaß gemacht hat. Er möchte gerne nach Hollywood, das ist so sein Ziel. Ich finde, man sollte immer Ziele haben im Leben, damit man auch weiß, wofür man das Ganze macht. Aber sein Ziel ist Hollywood, das ist natürlich ein großes Ziel. Aber so wie seine Qualität von seinen Videos sind, glaube ich, das Ziel ist gar nicht so unglaublich. Und er war ja auch schon mal in Hollywood, wie er erzählt hat, und hat dort schon einige Erfahrungen sammeln können. Das Marketing von Damien hat mich extrem beeindruckt. Und zwar, er sagt ganz klar,
du musst die Leute dazu bringen, dass sie dich wollen. Und zwar nicht, dass du aufdringlich bist und dass jeder, der aufdringlich ist, ist so typischer Verkäufer. Hey, kauf mein Zeug, ich bin der Geilste, der Beste, der Tollste. Hier, 3,65 Euro und sowas alles. Das will keiner. Und zwar, du musst die Leute überzeugen mit deiner Arbeit. Du musst sagen, so wie er das sagt, entweder nimmst du mich oder du hast Pech. Ja, dann nimmst du halt jemand anders. Wenn du Videos so überzeugen kannst, dass die Videos die Leute emotional so touchen, dann kriegst du diese Aufträge. Und zwar musst du das zeigen. Du musst anfangen, würde ich dir ganz klar empfehlen, auf Facebook. Du machst eine Seite, lädst dort deine Videos hoch, stellst dich vor, ganz kurz und knapp, keiner will große reden, woher du kommst, was du bist und wie deine Mama heißt und interessiert keine Sau, sondern ganz knapp und kurz auf den Punkt. Machst dann ein paar coole Videos, was dir jeder empfiehlt, mach Videos für Nulu. Das klingt am Anfang ziemlich doof, alle Leute werden sagen, ah, der macht dann Videos umsonst. Das ist aber egal, und zwar du musst anfangen. Du musst einfach Referenzen zeigen können und musst den Leuten zeigen können, wie deine Videos hinterher aussehen. Die kaufen nicht die Katze aus dem Sack, genau, das wollte ich sagen, sondern die wollen wirklich überzeugt werden von ihren Videos. Und das ist extrem wichtig, dass du die Leute überzeugst, dass du das kannst. Daher musst du denen zeigen, dass du das kannst, und daher musst du auch vorher Videos produziert haben. Du machst dir einen Namen und du wirst ein Name, wenn du zeigen kannst, was du gemacht hast. Und nicht sagen kannst, ich kann das aber und ja, dann zeig mal, ja, ich mach erst mal. Nein, die Leute wollen dich nicht. Und zwar, das ist total einfach, wenn du den Leuten zum Beispiel, Marc Bremer hat im Podcast interviewt, die Folge kannst du dir gerne anhören, auf videodu-podcast.de, der hat erzählt, der hat 10 Videos umsonst gemacht, und zwar für einen Producer und kann davon extrem super leben, weil das wurde geschätzt, die ganzen Videos, die er produziert hat, und war ein Wert von 150.000 Euro, wurde von Warner Brothers geschätzt. Und jetzt hat er einen Auftrag nach dem anderen und sagt, er kann sich gar nicht mehr retten vor lauter Arbeit. Und nur weil er das umsonst gemacht hat. Und wenn ich dir etwas schenke, dann musst du mir etwas wiedergeben. Und genau so ist das für andere. Wenn du jetzt irgendein Video machst und machst jetzt, sag ich mal, eine Business- einen Kooperationstausch und sagst, komm mal zu, ich mach dir ein geiles Video, mache ich dir für Nullo, aber dann bist du mir ja was schuldig. Und dann wird meistens schon direkt von vornherein, okay, dann mach ich dir das und das. Dann hast du zwar im Endeffekt kein Geld in Portemonnaie, aber du hast neue Leute kennengelernt, du hast Referenzen aufgebaut und du hast jemanden, der sagt, ey, ich kenne da jemanden, der macht Videos. Du musst natürlich sagen, ja, aber ich mach das Video natürlich nur für dich. Für Nulu und sonst für niemanden, nehmen sie dich natürlich aus und nehmen dich auch nicht ernst, wenn du da alles für Nulu und für einen Apfel und einen Ei machst. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, okay, die machen das jetzt hier umsonst. Das sind aber ganz, 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 ganz wenige, die das machen. Weil jeder weiß, und wirklich jeder, der ein Business macht, weiß, Videos sind absolut wichtig. Hör dich um in jeder Marketingbranche und sag, mach Videos, mach Videos, mach Videos. Und wenn du derjenige bist, der Videos macht, dann bist du ganz oben, dann bist du ein Big Player und du musst aber wissen, wie du dich verkaufen kannst. Daher musst du auch genau wissen und zuhören, wie die Leute sich verkaufen, damit du nicht dumm dastehst und ich mache alles umsonst, sondern dass du beweisen kannst, ich kann das. Und ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass immer mehr Leute suchen, die Videos machen. Und der zweite Schritt ist, von VideoDo ein Portal zu schaffen, wo Leute finden, die Videos machen. Und zwar gibt es ganz viele Unternehmen, die gucken stundenlang in YouTube-Videos und stundenlang Webseiten und googeln und keine Ahnung was und finden aber niemanden Gescheites. Und zwar die Produktionskosten sind so hoch, im Fernsehen sind die gigantisch hoch und das brauchst du aber nicht. Du brauchst ja nur ein kleines Video von nebenan. Aber du musst Referenzen haben und es muss professionell sein. Du musst auch wissen, wie du dieses Video strukturieren musst. Du kannst nicht einfach noch gut dünken und ja, wenn du in die Business-Schiene musst, musst du wissen, wie das funktioniert. Du kannst dir gerne Werbevideos angucken, aber du weißt trotzdem zwar, wie das aussieht, du weißt aber nicht, wie das funktioniert. Was ist der Hintergrund? Es gibt zum Beispiel von Tobias Beck gibt es ein super geiles Video, der erklärt bei Gedankentanken diese Personentypen, die es gibt. Der nennt die zum Beispiel Delfine, Wale, Haie und Eulen. Und das sind verschiedene Personentypen, worauf der Verkauf abzielt. Und zwar ist es wichtig, dass du dann auch weißt, wie muss ich mein Video überhaupt machen. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir gerne zeigen auf VideoDo, auf den nächsten folgenden Videos. Ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Und wenn du das nicht verpassen willst, wenn du wirklich dabei sein willst, dann empfehle ich dir ganz klar, geh auf VideoDo-Newsletter, trag deine E-Mail-Adresse ein. Ich schicke dir kostenlos jeden Monat, und zwar nur einmal im Monat, von mir
die gesammelten Werke, die wichtigsten Informationen, die dich wirklich weiterbringen. Und du wirst sehen, du wirst mit VideoDo, mit meiner Hilfe, mit der Hilfe von anderen Videografen, mit deinen Videos erfolgreich werden. Das verspreche ich dir, so wahr ich Sven Sulikeister. Das ist meine Intention. Ich möchte, dass du mit deinen Videos erfolgreich wirst und nichts anderes. Und zwar möchte ich dir dabei helfen, es macht extrem viel Spaß, diese ganzen Leute zu interviewen. Wenn du sagst, ey, ich kenne da einen, von dem möchte ich auch gerne mal wissen, wie hat der das eigentlich gemacht, dann schreibst du mir das einfach in die Kommentare. Ich lese mir das durch, ich werde das beantworten und ich werde die Leute anschreiben. Auf die nächsten Interviews, die da kommen, und ich hoffe, du freust dich auch, was du jetzt machen sollst. Abonnieren, diesen Kanal abonnieren, dich beim Newsletter eintragen, dann kriegst du einmal im Monat von mir die wichtigsten Informationen. Und dann musst du anfangen zu üben. Fang heute an zu üben. Du kannst nicht sagen, ey, ich mache geile Videos und hast noch nie geübt. Du wirst Fehler machen. Du wirst auf die Nase fallen und wirst genauso Fehler machen, wie wir anderen alle auch. Aber das musst du tun, denn aus diesen Fehlern lernst du. Nur aus diesen Fehlern, diese Fehler wirst du nie wieder machen. Daran wirst du lernen und daran wirst du wachsen. Und wenn du wächst und groß bist, dann kannst du auch richtig viel Geld für deine Videos verlangen. Du brauchst natürlich eine Webseite. Die ganzen Informationen, wie du eine Webseite aufbaust, wie du dich vermarktest zum Marketing, findest du alles auf VideoDo. Ich habe dir da ganz viele Tipps und Tricks reingeknallt, wo du von ganz Expertenleuten, nicht von irgendwelchen Haschis, die sagen, hier, machst du mal hier so eine Internetseite, sondern wirklich von Experten, wie du deine Internetseite aufbauen musst, wie du dein Branding machst, wie du dein Marketing machst und wie du anfängst. Ich empfehle dir, geh auf VideoDo, guck dir die Branche an, Tutorials, Marketing, Tipps und Tricks, und du wirst alles finden, damit du mit deinen Videos wirklich erfolgreich wirst. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit den weiteren Folgen. Wenn du weiter gucken willst, kannst du einfach hier oben rechts in der Ecke gucken, was du willst. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich auf das nächste Video. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.